Hallo meine lieben Zuschauer da draußen, ich bin der Gold Gamer und werde euch heute ein bisschen so meinen Kanal und meine Videos präsentieren, euch auch noch sagen, was ich mir vom Kommentatoren-Battle so ein bisschen erhoffe. Und die erste erwähnenswerte Information wäre natürlich auch hier direkt die Gründung, und das war bei mir eben März 2014, die Gründung meines Kanals Gold Gamer, und seitdem mache ich aktiv Videos, habe über 90 Videos hochgeladen. Aber ich schaue YouTube-Videos schon seit ein paar Jahren länger, insbesondere eben Oldschool-Commentaries und etwas ältere Themen-Commentaries. Deshalb kenne ich mich so in der Szene so ein bisschen aus und erinnere mich manchmal an diese alten Tage zurück. Und vielleicht merkt man das auch ab und zu in ein paar Videos von mir, wenn ich in Erinnerungen schwelge und an die guten alten Zeiten zurückdenke. Und deshalb kommt auch öfters mal ein Black Ops 1 Gameplay im Hintergrund, passt ja auch noch zum Jahre 2010, 2011 und dann vielleicht noch 2012. Und die andere Sache ist natürlich, dass Black Ops 1 eigentlich fast das einzigste COD ist, wo ich es wirklich einigermaßen drauf habe, und in den anderen CODs, naja, gehöre ich, sag ich mal, zur durchschnittlichen Fraktion und kann halt nicht die krassesten Gameplays raushauen. Aber bei Black Ops 1 läuft das Ganze schon etwas besser bei mir, deshalb sehr oft Black Ops 1 Gameplays. Vielleicht habe ich ja gerade auch jetzt im Hintergrund ein Black Ops 1 Gameplay. Dann, wenn ich eben Themen-Commentaries mache, und das ist eben die Videoart, die ich am meisten hochlade und praktiziere auf dem Kanal Gold Gamer, dann rede ich auch noch meistens über Spiele oder über YouTube selber. Gerade wenn ich so ein bisschen die Entwicklung auch in der Commentary-Szene kenne, dann kann ich da auch noch ein bisschen drüber reden und so weiter. Und über Spiele kann man ja sowieso immer reden. Gerade wenn es um Call of Duty geht, ist natürlich auch eine wichtige Serie in der Kommentatoren-Szene immer gewesen. Hat man ja oft auf solche Call of Duty Gameplays kommentiert und so weiter und die eben auch im Hintergrund gezeigt. Oldschool Commentaries mache ich jetzt nicht wirklich, weil es ist nun mal so, dass ja mittlerweile weiß eben jeder, dass man ein Spionageflugzeug mitnimmt, um den Gegner auf der Karte orten zu können, und ja, deshalb denke ich, braucht man das Ganze gar nicht mehr. Und sowieso, man merkt ja auch so ein bisschen, die COD-Reihe verliert so ein bisschen an Attraktivität in der Community, und deshalb denke ich mal, dass da auch diese Tipps nicht mehr so gefordert werden wie noch vor ein paar Jahren. Zu meinen Serien auf meinem Kanal möchte ich sagen, dass sich da ab und zu mal was ändert. Da kommt mal eine Serie hinzu, dann höre ich mal wieder eine auf. Und jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, als ich das Video aufnehme, und das ist der 8.5.2015, da habe ich die Serie Commentary am Morgen am Laufen. Und da nehme ich einfach ein Commentary morgens früh schon um 7 Uhr auf. Meistens ist es dann ein Montag, also direkt schön, wenn die Woche wieder beginnt und man mit einer tollen Laune in den Tag einsteigen möchte, dann macht man am besten direkt mal ein Commentary. Und weil es eben meistens so ist, dass ich bei meinen Commentaries oft wieder von vorne aufnehmen muss, weil ich eben irgendwo einen Fehler reinhaue oder viele Fehler reinhaue, ja, dann habe ich eben morgens natürlich nicht immer die Gelegenheit, 100 Mal von vorne anzufangen, und dann muss es einfach klappen. Deshalb sind da ab und zu mal auch gerne die Fehler drinnen, und in diesem Commentary am Morgen habe ich zumindest vor, dass ich über die Geschehnisse der letzten Woche rede, was eben passiert ist, die Highlights, was für Videos ich hochgeladen habe, die Klicks, die Klickzahlen nochmal genauer ja, ansprechen werde und vielleicht noch so ein bisschen analysiere, ob ich da wirklich erfolgreich bin mit meinem aktuellen YouTube-Video-Upload. Eine weitere Serie wäre dann die Serie Let's Stream, die ist aber ja nicht immer so oft am Start, das hängt immer so ganz ein bisschen davon ab, ob ich auch wirklich was träume. Also ihr erkennt schon am Namen Let's Stream, und da geht es einfach darum, was ich geträumt habe. Ich träume manchmal ziemlich verrückte Sachen. Erst vorgestern oder gestern, ich weiß nicht mehr ganz genau, habe ich irgendwie geträumt, dass ich einen Juwelier ausgeraubt habe und mich die Polizei verfolgt hat, und ich wollte mich nicht stellen und so weiter, und habe mich dann irgendwie auf so eine Leiter in so einer Gasse gestellt und so weiter. Und wenn eben der ein oder andere Traum ein bisschen länger und intensiver war, dann erzähle ich auch mal gerne darüber und dann mache ich auch mal darüber ein Video. Und das könnte auch mal ab und zu kommen, aber kommt meistens sehr unregelmäßig. Aber ich denke, ihr werdet das verstehen, weil natürlich, ich kann nicht immer zu 100% beeinflussen, was ich träume und wie lange ich träume und ja, ob es wirklich wert ist, ein Video darüber zu machen. Und das ist eben eine Serie, die
ist schon seit sehr früh auf meinem Kanal, aber die ist eben nicht immer, ja, wird nicht immer so oft vertreten sein bei meinem Video-Upload. Aber dennoch kommt das mal das eine oder andere Mal. So, und jetzt komme ich zu meinen Highlights auf meinem Kanal. Zumindest sind das so ein bisschen meine eigenen persönlichen Highlights. Da habe ich hier erstmal ein Video von mir, das hat über 250 Klicks bekommen. Und ja, ich kann euch sagen, ich habe so knapp 50 Abonnenten und mehr als 250 Klicks sind dann natürlich schon einiges. Ich habe zwar, glaube ich, auch ein Video, das hat ein paar mehr Klicks, aber dennoch ist dieses eine Video für mich doch etwas Besonderes gewesen. Mit der Überschrift eben Waffenaufheb-Challenge. Vielleicht kennt jemand diesen Begriff, denn M-Core selber hat mal so ein Video über die Waffenaufheb-Challenge gemacht, hat die dann so ein bisschen ins Leben gerufen. Das heißt, man musste von jedem Gegner, den man eben tötet, auch die Waffe aufheben und damit den nächsten Kill machen und dann immer so weiter führt sich das so fort. Und das habe ich dann halt einfach nachgemacht, nicht kopiert, sage ich mal. Ich habe ihn auch verlinkt und er hat, glaube ich, auch selber dazu aufgerufen, dass man das dann eben selber mal ausprobiert und vielleicht auf YouTube hochlädt. Und das war einfach schön, dass ich wirklich gesehen habe von Anfang an, okay, da bahnen sich ein paar mehr Klicks an als üblich. Und das hat mich persönlich einfach ein bisschen gefreut, weil vielleicht kennt es der eine oder andere, der selber ein YouTube-Video macht oder YouTube-Videos macht, dass er irgendwie sieht, okay, das eine Video sticht so ein bisschen besonders hervor und man merkt einfach, wie kontinuierlich die Klicks steigen und es nach oben geht. Und das war eben bei diesem Video der Fall gewesen. Bei anderen Videos, die vielleicht sogar den einen oder anderen Klick mehr haben, da sind die Klicks auch relativ spät gekommen, teilweise ein paar Monate erst, nachdem ich das Video hochgeladen habe. Das habe ich dann auch gar nicht mehr so richtig mitgekriegt, dass das Video so oft angeklickt wurde. Und ja, deshalb war aber auch dieses Feeling nicht mehr da. Da war diese kurze Überraschung da, so, oh, das Video wurde so oft angeklickt, hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Also vor ein paar Monaten sah das noch komplett anders aus. Ja, aber da ist halt nur dieser kurze Überraschungsmoment da. Aber bei dem Video Waffenaufheb-Challenge, da habe ich halt einfach gesehen, okay, das wird doch ein bisschen ein besondereres Video für meinen Kanal werden. Und das hat mich dann doch schon ziemlich gefreut. Das Video wurde im September 2014 hochgeladen. Das nächste ist dann für mich auch, dass ich Kommentare von beispielsweise dieser Fisch bekommen habe oder von Team Rider Dennis. Das sind beide YouTuber, die ich abonniert habe. Und dieser Fisch, von dem habe ich auch irgendwie so ein Autogramm auf meine Tasche bekommen, weil da war ich mal bei so einem Abonnententreffen dabei. Und ich finde diesen Typen einfach ziemlich sympathisch, ziemlich cool und schaue den auch gerne. Deshalb freut es mich einfach ungemein, wenn ich sehe, okay, hey, der hat mal ein Video von mir kommentiert. Und das ist natürlich toll. Und das gleiche ist dann eben auch bei Team Rider Dennis, den ich auch irgendwie echt nicht allzu schlecht finde, sage ich mal. Und ja, dem seine Videos schaue ich auch gerne. Und deshalb hat es mich auch bei ihm gefreut, als ich gesehen habe, okay, er kommentiert auch meine Videos. Ansonsten freut es mich natürlich auch sonst immer, wenn andere Leute meine Videos kommentieren, egal wer es ist. Mir ist es halt wichtig, dass es auch oft sinnvolle Kommentare sind. Also das ist auch so ein bisschen was, worauf ich einen gewissen Wert lege, weil mir ist es einfach wichtig, dass die Kommentare so ein bisschen auch, dass man auch so ein bisschen mal darüber diskutieren kann und ein bisschen drüber schreiben kann, dass sich da eine Diskussion auch darauf folgen könnte. Das wäre auch einfach mal gut und dass auch mal der ein oder andere so ein bisschen mehr eine Meinung begründet und gut argumentiert, sag ich mal, weil dann macht es auch so ein bisschen mehr Spaß, ein Video zu erstellen, seine eigene Meinung zu sagen, weil man eben weiß, okay, es gibt dann auch Abonnenten, die haben vielleicht ein bisschen andere Sicht oder vielleicht auch die gleiche Sicht und die argumentieren dann auch und dann ist das so ein bisschen wie eine kleine Diskussion, die dann auch in den Kommentaren aufkommen kann und das ist auch immer schön, muss ja nicht immer böse oder fatal aggressiv ablaufen. Nein, das kann, so eine Diskussion kann ja auch ganz schön ablaufen und der ein oder andere lernt vielleicht auch was dazu. Und ein weiteres und das letzte Highlight, was ich ansprechen möchte, das war erst vor kurzem, da hat nämlich der Commander Krieger selber ein Gast-Gameplay von mir genommen. Das hat mich ziemlich gefreut, weil ich bin eben auch Commander Krieger-Fan, würde ich mal behaupten. Und ich schaue ihn schon seit einiger Zeit und vor ein paar Jahren, da wollte ich unbedingt noch eine HD-PVR haben. Mittlerweile hat sich ja die Elgato etabliert, habe ich mir dann eben eine Elgato gekauft und habe dann ein ganz schniekes Gameplay erspielt, habe das dem dann zugesendet, er hat es verwendet und das hat mich einfach ziemlich gefreut, unabhängig davon, ob ich jetzt mehr Aufmerksamkeit für meinen Kanal bekomme. Das hat mich einfach nur gefreut, dass er einfach mal so ein Gameplay von mir genommen hat und ich einmal in einem Video von ihm erwähnt wurde.
So, jetzt aber kommen wir mal zum Schlussteil des Videos, nämlich was ich mir so ein bisschen vom Kommentatoren-Battle erhoffe. Ich würde natürlich auch erstmal sagen, es wäre toll, wenn der ein oder andere Zuschauer mehr auf meinen Kanal aufmerksam wird und sich vielleicht dazu bewegen würde, meinen Kanal genauer anzuschauen und vielleicht zu abonnieren, wenn es ihm Spaß macht. Und es macht ebenfalls Spaß, zumindest mir selber, wenn ich mich mit anderen Leuten messen kann. Man will natürlich sehen, okay, wo stehe ich, wie bin ich so eingeordnet, gehöre ich zu den etwas besseren Kommentatoren oder ist meine Qualität doch ziemlich niedrig, auch in meinen Commentary Skills. Das will man ja schon ein bisschen erfahren. Das geht dann natürlich auch durch die Kommentare, wo man ja auch ab und zu mal den ein oder anderen Tipp vielleicht noch dazu bekommen kann bei einer größeren Zuschauermenge. Und der letzte Punkt wäre dann eben noch, dass ich selber nochmal ganz genau hinschaue, was machen vielleicht andere Kommentatoren zum aktuellen Zeitpunkt besser als ich, warum haben sie eventuell den ein oder anderen Zuschauer mehr und warum kommen sie vielleicht weiter in dem Turnier. Und ebenso geht das natürlich auch andersrum, man kann ja auch mal selber schauen, okay, was läuft denn bisher gut, weil das motiviert ja auch immer so ein bisschen. Also wenn man sieht, okay, der ein oder andere fliegt vielleicht früher raus, kann man auch nach seinem Problem schauen, nicht um den jetzt irgendwie niederzumachen, sondern einfach um zu begreifen, okay, das war der Fehler, daran lag es schlussendlich, dass er vielleicht dem Zuschauer nicht ganz so zugesprochen hat und warum er dann eventuell eben rausgeflogen ist. Ja, das wäre es dann auch erstmal größtenteils gewesen. Alles andere, was noch wichtig ist, wird sich dann wohl noch in den nächsten Videos klären und ich hoffe, dass ich die Aufgaben einigermaßen gut lösen kann. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns dann, beziehungsweise wir hören uns dann, beziehungsweise ihr hört mich dann erst wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.